Und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Bowling. Und Marc hat Dankeschön. So, Alter. Falls ich mich vielleicht ein bisschen genervt anhöre in diesem und wahrscheinlich auch in den nächsten zwei Parts, ist, wir hatten gerade den DSPL-Kampf gegen... Aber nicht spoilern. Ich spoilere nicht, aber gegen Lightweight Leftovers und ich bin einfach nur abgefuckt. Ja. So. Das seht ja Gott sei Dank. Und Luma ist dein Hurensohn. Ja, Luma ist ein Hurensohn. So, wir haben die Pokémon, die wir benutzen wollen, auf Level 13 trainiert, zumindest ich. Ich habe mich alle trainiert. Ich habe, ganz kurz, zusammengefasst, ich habe Andrea auf 11, Spinne 8, Mathe 13, Elsa 13, King 4. Ich habe jetzt Andrea und Spinne nicht ganz hoch trainiert, weil die werden in der Rennen eh nichts machen und ich werde dann nach unserer Aufnahmesession die beiden dann auch komplett hoch trainieren und King werde ich sowieso nie trainieren. Ja, und übrigens, das Hopfspross, ja, der Name von Hopfspross zeigt sehr gut meine Gefühle gerade. Ja. Ich will jetzt sagen, wir haben Tränke schon letzten Part gekauft und deswegen gehen wir jetzt in die Arena. Wir lesen ja nicht vor, weil haben wir schon gemacht. Ja, wird ja alles wieder am Anfang sehen. Das war vierte Part. Auch schon der vierte Part, oder? Und dann noch zum Neuanfang. Okay, und. Auf jeden Fall, ich bin jetzt im Kampf. Ja, ich war ich auch. Und da ist Kleinstein. Scheiße, ich bin mit Mathe geleadet. So ein Idiot. Also sollte keine Bodenattacke können, oder? Nein. Also ich setze einfach nach rein und besiege das Kleinstein direkt schon mal. Fuck. Wird jetzt ein Problem sein. Ich muss einen Angriff sinken mit Heuler. Was ist diese Taktik jetzt? Onix ist schneller als ich und macht mir mit Tackle 5 KP Schaden. Ja, Kleinstein hat die Statik. Oh ja, das geht in der Gen. Und ich habe den Kampf in 2 Runden gewonnen. Okay, ich muss gehe jetzt in Elsa. Ja, das war auch klar, dass bei mir spannender wird als beim lieben Tobi. Nice. Und jetzt kommt Pulverschnee. Pulverschnee. So Leute. Könnt ihr jetzt bei Marc schauen? Ich habe den Felsorden. Okay, ist ein Tour. Er drückt einen Liga und ist down danach. Nice. Ein schönes Down. Okay. Nix. TM 39. Jetzt wäre egal, ein Crit Run Freeze, Leute. Crit Run Freeze. Believed. Believed. Wer ist eigentlich mit Hydropie verbunden? Oh, Flummel. Potenziell ein Team, das wir bis zum Ende haben, ne? Ja. Mal erstmal. So, jetzt. Klammergriff macht nicht viel. Jetzt eine Klammer gelockt, weil er ist jetzt ne. Aber schnell kommt mit Tourette. Ist es ein Tourette? Oh, den Freeze! Ganz kurz wow. Zu sagen, ich habe im Training gecallt, dass ich einen Freeze kriege gegen Onix. Habe ich im Training gecallt. Oh mein Gott, und ich habe es gerade gecallt. Oh. Junge. Aber er wäre so oder so gestorben. Nice. Na gut, ich weiß jetzt nicht, was ich hier großartig machen soll gerade. Ich glaub, ich bin aber fertig. Ich denke mal, du schaffst es locker. Bist fertig? Nice. Ich hab Tuit und es, er war gefreezed. Ich hol mir die Turbetreter. Oh. Ja, hol die Turbetreter. Da können wir eigentlich mal schnell spielen. Wahrscheinlich können wir in diesem Part noch einen Counter fangen. Mal gucken. Ich glaub nicht. In der Aufnahmesession auf jeden Fall, aber im Part. Wird schwer. Ja. Geh mich heilen. Ah. Gut. So, erste Trainerin auf der Route. Ich will aber schon alle Trainer hier machen und dann erst in den Counter fangen. Okay. So, jetzt ist Level Cap 21, nämlich okay. Misty, ja. Die uns beim letzten Mal umgebracht hat. Ah, ja. Ja, der hat ja Ninja-Turm bedeutet, wie kann ich verscheitern? Jetzt bin ich der Einzige, der scheitern kann. Er wird Ninja-Turm haben. Sie. Also ich, warte. Ja. Ninja-Turm. Ich bin noch komplett down vom Kampf. Ja. Deswegen ist es ein Seil. Ich bin bei Kämpfen nicht so direkt down, aber. Ja. So, kann ich jetzt mal bitte treffen? Nein, kann ich nicht. Zweimal Sandwirbel overpowered. Dreimal Sandwirbel. Wahrscheinlich treffe ich jetzt. Nö. Wieso sollte ich auch treffen?
Erzähl mir eine Geschichte, komm. Ich erzähl mir eine Geschichte, was heute mir passiert ist. Bei euch gestern. Ich habe Pfannkuchen mir selber gemacht. Meine Eltern sind gerne da. Alter, hör doch mit dem Sandwirbel auf, du bist nicht Luma. Ich habe einen Pfannkuchen gemacht. Mit Äpfeln drinne. Das war komplett gescheitert mit den Äpfeln. Ich hab die zu dick gemacht. Oder Millimeter zu dick geschnitten. Es sollte nicht so sein. So, habe ich gegessen. Ich habe mir alles gemacht, gegessen. Und dann wurde mir schlecht. Ich habe auch gesehen, irgendwie mit Salz, mit Zucker verwechselt. Das habe ich erst am Ende bemerkt. Oh, danke, ich darf auch mal wieder treffen. Der Tobi kommentiert nicht. Ach, der lacht jetzt nicht aus. Nee, ich war gerade abgefuckt wegen einem verdammten Sandwirbel. Ja, deswegen habe ich ja Mathe. Mathe, Mann! Was hat das damit zu tun? Ich war nicht die Taubsies. Ja gut, ich nicht. Mich, im Hintergrund rennt gerade ein Video. Mir ist also alles stressig. Moment, ich bin mir gerade nicht sicher, wie meine Einstellungen in OBS sind. Ihr hört jetzt mal kurz keinen Ton. Marc, mach Pokémon Center Musik. Okay, passt, meine Einstellungen passen. Ich dachte, habe ich mich blamiert? Hab's in Comics. Ja. Ja, ich das kann grade... ich dir auch so sagen, ja, hast du. Aber ist ja nichts Neues. Ja. Ich hatte gerade nur im Kopf diese Musik. Ich hatte gerade mehr Pirates of the Caribbean im Kopf. Oder die Simpsons. Ich kämpfe jetzt gegen Attila den Hunden, das hatten wir ja auch schon mal, ne? Ja. Zwar nicht in der Aufnahme, aber du kennst Attila den Hunden nicht. Doch, das hatten wir sogar auch in der Aufnahme und sagen wir, jetzt reden wir gerade zum dritten Mal darüber. Einmal genau bei dem gleichen Trainer. Ja, es war immer bei diesem Trainer, weil der halt Attila heißt. Ja. Ja. Ich krieg ja schon fast sowas wie EP. Mhm. Oh, Crit, danke. Mhm. Keine Vergiftung, keine Vergiftung, böse, keine Vergiftung, keine Vergiftung. Gut. Ja, ich gehe mit der Mathe durch. Ganz kurz, stellt Aufruhr und Kontakt her? Ein? Nein. Nein. Okay. Physisch und speziell habe ich noch nie verstanden in der erste bis dritte Gen. Ja, weil es auch komplett verblödet ist. Ja, ist halt dritte Gen. Da kann man auch nur die dritte Gen beleidigen. Und die erste und die zweite. Ah ja. Die dritte Gen ist halt am nervigsten. Weil das wird halt leider mehr gespielt. Und deswegen. Radfratz. Man hatte nie Kanto. Also doch schon. Die einzigen Editionen, wo man Kanto mit physisch und speziell so richtig unterschieden hat unter dem Typ, ach, ist eigentlich so Hearts Gold Soul Silver, ja. Und jetzt wahrscheinlich noch Let's Go Pikachu und Evoli. Ja, aber das ist ja auch nicht so eine richtige Edition, ne? Ja, ist nicht ein Spin-Off mit Pokémon Go. Dann kommt ja nächstes Jahr das richtige Spiel raus. Ich trainiere erst mich in Mathe komplett hoch und in der Höhle würde ich wahrscheinlich als der Jung. Ich habe einfach drei Pokémon, die ich einfach nicht trainieren kann, richtig. Höhle, Gesteinsmons. Die draußen kann ich schon trainieren und die Arena, ja. Blume könnte hier was in der nächsten Arena machen, ich freue mich schon. Jetzt ist sogar nicht Psychokinese. Und wir haben jetzt eine Änderung in den Karten. Ich hab's fast vergessen. Mathe entwickelt sich. Genau. Ah. Ganz kurz für den Cut, für die Karten. Genau. Jetzt. Nice. Sekunde. Der Mathe hat sich zu Mathe entwickelt. Gut, dass das nicht die erste Gen ist, sonst wäre ich noch mehr abgefuckt, als ich schon durch den Scheiß wickel. So, ich tu mal einen Flummel nach vorne. Na 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 na.
So, du kleiner Käfersammler, komm her. Aber schreib doch eine Aufnahme. Wir sind gerade jetzt erst bei ca. 10 Minuten der Aufnahme. Naja, mal gucken. Mhm. Mit meinem Team brauche ich ja ewig, um Trainer zu besiegen. Ja. Weil Hydropi will ich jetzt nicht wirklich benutzen, denn Höhle muss ich nur Hydropi benutzen. Ja, deswegen benutze ich auch Elsa nicht. Nur Andrea und Holtram. Gangolf. Ich hab gerade jetzt die Kack-Pokémon bekommen. Keine Vergiftung, keine Vergiftung, keine Vergiftung, keine Vergiftung. Gut. Andrea beruhigt sich. Andrea geht jetzt in die Aufruhr. Und ja, Aufruhr killt die Käfer-Pokémon, tot. Bei welchem Trainer bist du? Ah, beim vierten. Mit 4 Pokémon, das erste war ein Level 9 Hornliu. Ja. Bei dem bin ich auch gerade. Das ist der Gangolf. Gangolf? Der hat am Ende den Kokuna. Mit Herna. Ja, ich hab ein Biss. Im Team. Der checkt nicht, dass ich schon langsam as fuck bin. Der setzt immer noch weiter Fadenschuss ein. Oh, Junge. Fährt mir voll auf. Und da ist Kokuna. Er ist schon noch mein einer Hass-Pokémon für Hassattacken am Anfang. Sandwirbel. Sandwirbel ist aber das Schlimmste. Ja. Und Saftkorn. Und natürlich sind Saftkorn und Kokuna schneller als mein Andrea. Das war's für Kokuna. Und noch Saftkorn. Ja, ich habe immer noch ein Biss. Hab das Kokuna damit getootet. Come on. Ich pfeife dich hier mit Andrea wegen mein Härtner. Ich will hier Dings die LP Andrea geben. Ich brauch das mehr als Party. Saftkorn weggekrittet, war aber mit der richtigen Roll nicht nötig. Ja, was? Und Saftkorn ist down. So, da unten ist ein Trainer. Ich hab eine Nachricht bekommen, und ich hasse es, wenn deine 1 steht. Habt ihr kurz keine Musik gehört? Level 14 Habitak. Das könnte. Seelentau! Ja, Latias Incoming. Oder Latios. Ja, so am Ende des Games. Level 14 Habitak. Ich habe ein bisschen viel Angst. Heuler kannst du gerne machen. Ich hab Biss. Welcher Habitak? Der untere oder die Frau? Der untere, der da bei einem Rückweg ist. Weg, okay. Boah. Hydropi, bitte. Bitte. Mhm. Scheiße, nochmal selber übersetzen können. Okay. Furienschlag. 6 KP pro Schaden. Pro Schlag. Bitte triff nicht mehr. Natürlich 4-mal, 5-mal natürlich getroffen. Bei minus 1 Verteidigung mit Furienschlag. Kill dieses Ding. Danke. Dieses Habitak ist so gefährlich. Immer wenn man dieses Spiel spielt. Ich hab's getötet. Oh, Totem versucht Kratzfu. Oh, Kratzfu. Mach dafür den Härtner weg. Ich will Zeit. Was ist für dich denn? Das Level 14. Was ist für dich die wichtigste Attacke des Spiels? Du warst komplett abgehackt. Was ist für dich? Und am Ende Attacke. Wie ist das Attacke? Die wichtigste Attacke. Ja, für dich.
Also aktuell in meinem Team oder im Pokémon-Universum? Im Pokémon-Universum. Was meinst du überhaupt mit wichtig? Die stärkste oder? Aber was für dich die nötigste Attacke, was ein gutes Pokémon unbedingt haben muss? Alter, was ist mit deinem Internet los? Marc, was ist mit deinem Internet los? Weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich gerade zu überlastet. Nee, keine Roboter, sondern aber durch. Geht abgehackt. Wow. Hör auf, Pornos runterzuladen. Keine Pornos runtergeladen. Das mache ich nur mit Walks immer noch. Und ich lade sie nicht runter. Du lädst sie hoch. Ich. Deswegen ist auch ist halt mein Job zu gestresst mit YouTube. Marc, du kannst dir sparen, wie. Hier irgendwie eh nix. Okay. Ach, natürlich, ich treffe nur dreimal mit meiner Multi-Hit-Attacke. Ihr seht, wie wenig EP Totem bekommt, ne? Das ist nicht schön. Ich bin ja nur dreimal getroffen. Ich bin jetzt gleich beim Gras nach dem nächsten Trainer. Oh, ich habe wieder was verstanden. Wow. Haben wir eh noch circa 4 Minuten? Ja, aber ich komme nicht an diesem Nidoran vorbei, weil ich treffe nur 2 oder 3 Mal mit der Kratzfurie und ich bin auf minus 1 Angriff. Wow. Ich erwarte sogar weniger als minus 1. Wow. Und ich bin vergiftet. Dann bist du ja 0, wenn du weniger als minus 1 bist. Und 0 ist mehr als minus 1. Ja, du hast gesagt. Du bist wieder abgehackt. Marc, ich verstehe gar nichts. Kannst es dir sparen. Ja, Leute, also Marc ist ein Lutscher, weil sein Internet scheiße ist. Dann. Ich frage mich, ob er mich noch richtig versteht. Ja, ich höre dich. So, Totem wurde besiegt. Das halte ich für ein Gerücht, weil es außerhalb des Kampfes geschehen ist und wir diese dumme Funktion nicht akzeptieren. So, ich habe noch einen weiten Weg bis zum Gras. Ich weiß, ich könnte mit Hydropi durchgehen, aber... Ja, ich brauche das halt noch für die komplette Höhle, also von daher. Kratzer. Falls du was gesagt hast, ich habe nur das gehört. Ich habe auch nur gesagt. Ich bin jetzt beim Gras, aber ich mache noch die Frau. Ich bin gerade beim letzten Käfersammler vor dem Gras. Ich habe auch mal 5-mal getroffen. Stell dir das vor. Komm, jetzt nochmal so gut treffen. Und dann ist das Safcon weg. Vielleicht mal kritten. Oder einfach nur 2-mal treffen, das ist ohne Crit, das geht natürlich auch. Als ob ein KP, weil du nur... Mann! Levelt auch überhaupt nicht. Schlimm. Fangen wir Pokémon? Warte, ich will noch gegen die Trainerin kämpfen. Wir haben Pummeluff Level 14. Ja, Pummeluff wusste noch nicht das Level. Weiblich, also du kannst mich mal mit Anziehungsquatsch. Wollte eigentlich Kratzfurie machen, aber
okay, Spiel, akzeptiert nicht, dass ich nach unten drücke, dritte Gen. Und ja, dritte Gen, in den anderen Gens habe ich das Problem nicht. Ein Igle. Natürlich nur zweimal getroffen. Aussetzer. Geil. Oh, Crit. Dankeschön. So. Bist du soweit fürs wilde Pokémon? Ja. Gut. Ich habe sogar einen Spitznamen für dieses Pokémon. Auf geht's. Dieses Pokémon hat sich jemand gewünscht. Ja, dabei. Dieses Pokémon hat sich jemand gewünscht. Abgehackt. Och, leck mich doch. Was hast du? Rattan. Ja, ich hab Farbigel. Aber Rattan hat sich jemand gewünscht, deswegen wissen wir dieses Pokémon. Bin ich eigentlich blöd? Ich habe jetzt Blutsauger gegen das Farbigel eingesetzt und jetzt kann es das selber machen. Geil. Yay, noch ein Pokémon, das ich nicht benutzen werde. Ja, Rattan kriegt jetzt Franzi. Franzi hat sich das Pokémon gewünscht. Marc, hör bitte auf, Pornos hochzuladen. Als ob dreimal gewackelt und dann ausgebrochen. Nein. Ich hab nur ein Pokéball. Ernsthaft? Ich kann das Farbigel wahrscheinlich sowieso nicht fangen. Aber es wollte jemand unbedingt Rattan sein. Das sollte es nicht killen eigentlich. Ja. Nicht austauschen. Franz, ich hol dir dieses Rattan. Oh, nein, wirst du nicht, weil dieses Farbigel nicht in den Ball bekommen. Natürlich krittet es mich auch noch. So, der vierte Ball. Ja, danke. Farbigel gefangen. Meine Fresse. Ist Marc erwachsen, was nie passieren wird, lässt er sich gern von seinen Kameraden Fußabdrücke auf den Rücken setzen. Spitzname für ein weibliches Farbigel. Maler. Marc. Malerin. Hast du das Pokémon mittlerweile gefangen? Mm-mm. Ich versuche es auf roten Bereich zu machen. Ich habe nur einen Pokéball, weil die Para drauf zu kriegen. Ja, Para solltest du eigentlich schaffen mit Donnerwelle. Okay, Donnerwelle, ich versuche die Statik. Hast du keine Donnerwelle? Keine Donnerwelle erlernt. Lerne ich auf Level 16 oder 17. Okay. Und jetzt hat die Para, nice. Also ganz im Ernst, wenn das mit dem Internet von dir nicht besser wird, dann überlege ich mir, ob ich heute noch was aufnehmen will mit dir. Ja, okay, okay, okay. Okay. Hey, der Pokéball. Franzi, was ist für dich? Oh, Farbige hat ein Item. TM46. Franzi, du bist in meinem Team. Was das ist. Und ist sogar noch weiblich. Es passt genau. Also das ist gefahren. Ja. Okay. Ich lese mal das nicht vor. Das Farbige hatte die TM Raub. Was? Franzi, wenn ich den Namen falsch habe, ist mir leid. Oh, boah, soll ich Beißer hier die TM von Rocco, wie heißt sie, Felskrab beibringen? Ja. Das, ich wollte es eigentlich Justin beibringen, aber Beißer. Kann ich auch mal die 100er Base im physischen Angriff ausnutzen? So. Ich hab einen Scheu gelesen, mach oben noch mal. Scheu ist Angriff minus und Init plus.
Also schlecht. Ja. Aber mach mal die Abmod. Stimmt, wir sind schon bei meine Fresse 25 Minuten. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, wir werden, wir haben es offscreen schon besprochen, wir werden auf jeden Fall jetzt Panikon rauswerfen. Damit, wenn sich Totem entwickelt, ich noch einen Platz frei habe. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.